Willkommen zurück, liebe Leute, zu Play Yoshi's Valley World. Ha. Heute weiter, und zwar mit der Welt 2.5. Die ist doch billiger, wurde schon fangen. Also da, das Mal sollten wir uns nicht die weiß wie in den letzten Leveln, aber es weiß ich nicht. Wie immer ohne Trickanstecker. Ist ich inzwischen wirklich in der Kämmer-Proteinruhe. Finde ich ein Slayer vielleicht auf Minecraft. Egal. Ja, Leute, ne, morgen ist endlich soweit. Nintendo Switch erscheint. Halleluja. Wieso fliegen da Fische? Sind wir zu lassen, ist gleich was? Die morgen endlich. Das wird so hoffentlich, wenn ich komme. Ne? Erzähl euch vielleicht ein bisschen was du über den Ablauf für morgen. Wie es dann so, wenn ich die Internets habe und auf was ihr euch definitiv freuen. Hallo? Freuen dürft und was ihr so zu erwarten habt. Der Fleck. Oh, da ist Schnuffel. Ein Hund, den wir jetzt diesmal da nur relativ hinten kennen oder Spiel nutzen werden. Ich muss hochkommen, hallo? Okay, machen wir jetzt von hier aus. Ja, schon wie gesagt, werden wir leider meist selten in diesem Let's Play Nintendo her. Nachfolger Yoshi's und Peace Yoshi World. Yoshi's und Peace World. World oder Yoshi's World. Hier rum. Für die erste Abwehr der Hund dann. Ich versuche es euren Dienst, ist ja immer da. So, na, auf jeden Fall, wo hast du jetzt da unten? Das ist, weil die Antennen jetzt snacken, aber was ihr davon erwarten könnt, was definitiv kommen wird, also ich hoffe, dass die bekommen, wenn ich sie bekomme, wird das nur. Ich sehe dich da lässt einfach ganz und dann merke ich es dir auf einmal so, dann denke ich mir, warte! Der Teil ist krass. Komm her und folge mir. Jedenfalls, was wir machen werden, zuerst wird, ich so überlegt, ich bringe, es ist ein ersten Part von Breath of the wahrscheinlich. Sobald ich halt aufgehoben habe. Danach folgt erst das Unboxing, das wird. Fuß natürlich davor machen, das ist ja klar. Das ist davor auf, wie viel Spiel, ne? Okay, der Hund kommt da nicht hoch. Das ist wie gesagt klar. Wo hast du geblieben? Achso, ja. Ne, dann kommt halt auch der Hund da nicht durch. Kommt dann da, nochmal vorne. Zuerst kommt wie gesagt, Lazarabrett auf der erste. Dann wird das Anzing kommen. Und die Inbetriebnahme der Konsole. Ach, da geht's. Dann zeige ich diese Eltern. Control, also diese Eltern Kontrollier-App da, wie die funktioniert. Was hast du, diese Dacheldraht hier. Also, was heißt dann, wie diese Parole-App funktioniert? Und, ach, sei. Egal, wir sollen vorbeikommen. Fuck. Und dann kommt der nächste Part, Breath of the Wild. Das ist der. Der ganze Plan vom Morgen, aber was soll. Gesprungen. Das ist der Ablaufplan von morgen. Zuerst starten wir die beiden Sachen haben die an. Hallo, ich wollte hier. Fang es an. Nehmen. Dann nehme ich dann den ersten Part eben auf von. Breath of the Wild. Der guckt dann auch irgendein. Angel ist hoch, Yoshi. Ja, gut, aber jetzt bin ich. Gurken! Das hier ist soweit. Ja, da auf jeden Fall schon die auf der Part. Aber mit der Konsole. Das wird jetzt ganz cool werden. Das zeige ich. Was? Habe ich gerade hier was gekommen? Das zeige ich ihm auch, wie die Parents. App funktioniert. Auch diese werden lernen und zeigen die Einrest. Weil ich finde es eigentlich ganz cool. Und zwar nicht nur für Eltern, um Gottes Willen. Hund. Sehr schön. Das wäre richtig doof. Ich finde sie auch wirklich mein Teil sehr gut. Die App. Doch ich selbst durchschauen kann, wie Stunden spiele ich in der Woche, was ist am meisten. Einfach um selbst Statistiken irgendwie vor allem selbst zu haben. Auch dafür ist die App cool und das kann man der Wahl. Ich meine, ihr müsst Eltern vernichten. Ne? Ich meine, gerade wenn die selbst bekommt, diese Konsolen, ist nicht in Frage.
Arbeit zu lösen, die Ständigungs- und die Wendigen, dass sie wenig und die Fleisch sind völlig ganz cool. Auch morgen an. Und wie gesagt, ich morgen jetzt wirklich 9.30 Uhr aufmacht, von meinen ordentlichen Testen klar, nein, das erste. Und tun und beten, dass die da eine bekommen. Also ist der Rest, steht nicht fest. Ich hatte noch eine Alternative, wo es bekommen könnte. Aber im Testemarkt hatte ich aus Dummheit vor 3 Monaten Anzahlung dafür gemacht. Weiß nicht. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch, ob ich da was bekomme, aber ich gehe mal sehr davon aus, wenn dem so ist, geht das episch. Ich meine, ihr habt gesehen, um 12 ist ein Baro da könnte er eines Wetterholz und seiner Pate hochen, das waren auch so nicht viele. Kollegia, wie auch immer, die gesagt haben, bekommen. Und keine Partner kennen du. Ne, finde ich schon cool. Und wenn man das schaut, was der Wertung hat. Holla die Weitfee. 98 von 100%. 10 von 10. So als eine Geschichte. Das ist so episch. In der Videospielgeschichte so gut wie noch nie. Und das Spiel ist sogar besser als Ocarina of Time. Und das ist mein absoluter Lieblingsteil. Was ihr gut ist, wisst, habt ihr noch nicht erzählt. Das ist der Teil, ich hab mir geschworen, den ich nach Breath of the Wild sehen werde. Boah. Scheiße! Ich komme einfach nicht weiter. Ja, auch. Hallo? Ich musste sein, ich komme noch nicht weiter. Auf jeden Fall, das war der nächste, der Mail Ocarina of Time. Und den werde ich nach Breath of the Wild auch jetzt playen. Wenn man anschaut, Breath of the Wild ist besser als Ocarina of Time. Ocarina of Time hatte, glaube ich, war es in den offiziellen Rank, hatte Ocarina of Time, glaube ich, irgendwie 7 und auch richtig war 7 und 9 voll oder so. Und das neue Zelda Breath of the Wild hat Scheiße. Was ist das? Ja, da hat mich so richtig gedacht. Alles klar! Alles klar! Was kann ich gegen eine Wuchtel tun? Hallo? Was ist das? Nee. Ich muss irgendwie eine Höhe gewinnen. Scheiße. Ja, auf jeden Fall ist das, wie gesagt, Privat sogar Falkreise als Ocarina of Time. WT ist dann aber Ocarina of Time wirklich geilstes Hit ever. Und gar keine Frage. Danke. Rettung der Sekunde. Ja, dem Espressen auf Breath of the Wild. Das wird richtig episch. Ein richtig geiles Play. Ich habe da auch coole Sachen überlegt, die viele YouTuber machen. Und die ich machen kann. Ich möchte jetzt nicht dann aus Angst auch machen. Das werdet ihr morgen im Part sehen. Richtig episch. Und dann auf gar keinen Fall verpassen dürft. Ist mein Breath of the. Scheiße. Breath of the Wild Stream. Ne, morgen ab 20 Uhr live. Zocken das zusammen mit einem Tendo-Veteran-Kollege. Nein. Nicht in die Lava. Heißes. Ja, war cool. Also, auf jeden Fall. Von dem hat. Darauf konnte ich auf jeden Fall freuen. Episch. Gerade mir leider erst Dienstag. Oder am Mittwoch mit. Einfach aus. Was? Da. Scheiße. Nein! Oh nee. Einmal aus dem Grund. Da. Ich wollte auch nicht drum fucken. Hey, geil. Auf jeden Fall, ja. Geil. Ich hab gar nichts. Wie kann man damit das schon normal schnell rüberfliegen? Kann man das erklären? So, fest. Naja, auf jeden Fall, und das erst am Dienstag oder Mittwoch ist erst von Emma geliefert bekommen. Die einzige Sache, die beim Rest hätte, früh hatte, das einzige, was bei Emma bestellt hatte, und das halt eben, richtig früh, ne? Und den Size liefern die mit einfach erst am Dienstag ab. Aber ist ja in Ordnung. Ist aber viel zu breit auf der Watt. Scheiße! Nein! Die Kacke ist denn der Lava-Kack hier? Hier ist der dritte Scheiße, da haben wir eine Waldknolle. Kann man nichts Neues. Naja. Oh, da wollte ich eigentlich auffliegen, doch nicht. So, und die
fangen bestimmt eiskalt wach an zu brodeln, während ich hier rüberfliege. So. Er ging. Oh! Ne? Ach, es heiße. Was? Alter, nach Scheiße. Mann. Ja. Das war probably clear. So. Also, das wird jetzt lustig, da ich mir überlegt, viele YouTuber machen. Auch da Dienstag los. Und ich bin im Fuck this. Shit. Im Schwitz habt ihr auch, bis ich auch im Schwitz. Wer ist das bitte schön nicht? Bei den allen. Nein! Heise. Was? Nein! Oh komm, der Putt gerade so an. So. Bei den geilen Spielen, die anliegen. Kann man einfach nur gehypt sein, irgendwie auf das. Definitiv. Ja, ich weiß, ne? Breath of Wild wird richtig das Witzfeld. Let's Play seht ihr am übelste. Cool. Das sind auch eigentlich die einzigsten Spiele, so wirklich ist. Was? Wieso? Dann sind so ziemlich Spiele, die ich einmal Let's Playen werde. Das sind auch die besten Smolies. Also, was auch noch was Geiles ist, mir holen werde, aber man nicht Let's Playen werde, weil es erstmal die anderen Let's Play machen muss. Was das macht, dieses Fast RMX. Also der physische Nachfolger von Fast Racing Neo, der auch Bombe werden wird. Und da muss halt schauen, dass es in. Einfach zuerst. Das ist das Schlauere. Was glaube ich eigentlich? Nein! Das ist den halt irgend. Ach, scheiße. Ich bin am Verrecken. Nein! Yoshi, was machst du denn? Sehr schön. Ich glaube, das haben wir schnell auch bald. So früh gefunden. Oh, dieses Arschloch da wieder, ey. So, ne, auf jeden Fall. Ich mache hier oben entlang. Gurken. Ist am sichersten. Ah. Sehr schön. Also, wie gesagt, Fahrer im X. Mal schauen, wann er auch irgendwann die Tage sagt, mal wann ich werde. Weiß es jetzt noch. Weil irgendwann die Tage waren halt. Ich rede gerade total Bullshit. Also, um es jetzt richtig zu sagen, ist es kein Zeilbar. Am Freitag startet Brett auf Wald, also morgen. Warte. One Fits geht am Dienstag los, ich das erst am Tag bekomme. Passt, X fand es noch ganz cool, lässt bleiben irgendwann, der Masai ist. Für das habe ich halt keine Zeit, auch andere Projekte habe, die ich zuerst absen muss. Zum Beispiel das Volleyball. Und danach habe ich Projekte vorgesorgt, die dann erst kommen werden. So, erst ein Party an die, denn 2, 7, 8 werden den nächsten Part machen. Dann die Welt 2 nächsten Part. Das heißt, der Party war zunächst so lang wie er. Das ging jetzt einfach locker, besser. Und alles. Die haben Spaß in dem Part. Ne, freut euch auf jeden Fall. Du Switch. Morgen geht's da los. Großen sind auf Zelda of the Wild. Ein Livestream dabei. Live ab 20 Uhr morgen am Freitag, den 3. Und ja, freut euch drauf, Leute. Macht gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.